Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind stehen geblieben bei Alan Wake hier, kurz vorm Colden. Oh Gott, jetzt geht hier schon wieder das Licht aus. Vorm Coldrin Lake. Ich hoffe zumindest, dass wir kurz davor sind, weil der Weg ist sehr lang, erschwerlich und führt nicht gerade dazu, dass ich denke, dass unser Alan total schlau ist. Was passiert denn? Oh. Okay. Völlig normal hier. Ganz normal. Das kann ich. Das ist Ektoplasma-Beseitigungsfirma Sioni. Ist richtig gut darin, Ektoplasma einfach zu beseitigen. Deswegen habe ich eine Firma gemacht, die Ektoplasma-Beseitigung Sioni heißt. So, ich hoffe, wir sind langsamer da. The Taken are filled with darkness. Oh, hier schön. Hier ist toll, hier ist schön. Hier wollen wir weitermachen. Irgendwas ist hier doch wieder los. Aha. Eine Kiste. Oh, Leuchtfackeln, Blendgranate, Blendgranate, noch was drin? Nö, alles leer. Ja, das. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt er jetzt nicht, ne? Lass doch bitte nicht mal irgendwas kommen. Lass mich doch einfach da hingehen. Na, Pumpgun ist nett. Aber brauchen wir jetzt nicht. Sollten alles mal nachladen. Oder nehme ich doch mal die Pumpgun. Bei Jagdgewehr. Ja, 12 Schuss, ne? Das ist schon viel. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, da. Und, heppala. Oh Mann, das sieht mir sehr nach Kämpfen aus. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner. Aber ich wette, hier kommt jetzt einer. Ich höre ja schon wieder 10.000 Türen. Und das für ein Knopf hier. Ich musste den Generator in Gang bringen. Naja, okay. Das geht alles da lang. Ach, da hinten ist er. Wir sind mutig. Wir sind mutig. Wir sind total. Oh, 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 oh. Ey, wir haben 15 Dinger, wa? Limit erreicht. 12-mal Leuchtmune. Heftiger. Heftiger Typ. Heftig, heftiger Typ. Okay, eine Kettensäge. Hallöchen! Okay. Okay. Oh. Ah, da war wieder so ein kleiner, okay. Ja, die Schüsse waren unsauber, aber ich musste mir den irgendwie ein bisschen vom Leib halten. So, wir hatten doch hier noch irgendwas, ne? Leuchtpistolenmunition. Deswegen konnten wir die auch so ein bisschen verschwenden. Weil wir natürlich extrem geil jetzt einfach die Bienen weggefetzt haben. Mit so einem Multi-Multi-Multi-Mega-geilen Move. Okay. Oh, Hallöchen!
Bam, bam. Oh, Zwillinge waren's. Die Zwillinge von der Tankstelle. So. Oh. Aha. Ah, eine starke Tür. So, wir gehen nach oben. Oh, gebadet im Sonnenlicht. Fast. Kaputt. Dankeschön. Das ist echt freundlich. Ich dachte erst, ich fühle mich total sicher. Nö, nö. Warum denn auch? So, der Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Okay. Aber wir müssen ja hier oben lang, ja. Aber ich sehe noch keine Hütte. Deswegen weiß ich nicht, was du so meinst. Kehren Sie um. Nein. Okay. Bisschen übertrieben, wa? Ist jetzt ruhig hier? Ah, da ist ein... wollte schon sagen. Irgendwo war ja noch einer, aber kann ja sein, dass die sie irgendwie aufgelöst hat, so dass ich das nicht mitkriege. Hier liegt ja was Schönes drum. Na, hollas. Hollas, die Weitfädens. Krieg ich das jetzt so kaputt? Oh, das könnte aber ein bisschen dauern, wa? Ja, ich habe mich gut bewegt, war aber zu spät. Okay. Zeig aber Gesicht voll, ne? Ich wüsste auch. Ich hab ja keinen Bock, jetzt hier so viel Zeit zu verbringen. Gibt's ja gar nicht. Der Weg nicht langsam mal frei? Okay, ja. Tut halt weh, ja. Ich weiß schon. Mal rein jetzt. Oh, gibt's ja gar nicht. Nein. Nein, mein Freund. Wo ist er? Ah. Einfach weg. Masked Man. Nein. Ja, kann das Leben ein bisschen steigen, kann nicht allzu schnell machen. Wir machen das einfach so mal. Auch unbedingt Licht. Alter. Alter. Alice hat sie nie geliebt. Das sagen sie mal alle. Klar, die mich hier liebt.
Lass mich hier runterfallen. Okay. Nee, na, das wird ja jetzt eine tolle Sache. Oh Mann. Den Tornado besiegen. Wie besiege ich denn den Tornado? Um Gottes Willen. Wie besiege ich denn den Tornado? Muss ich hier megamäßiges Feuer machen oder was? Ich kann ja auch mal probieren, hier da reinzuschießen, aber... Wie soll ich denn im Ganzen... Ich verstehe das nicht so. Da will ja mal irgendwas hier. Ich weiß nicht, ob das so richtig... Na sicher! Oh! Das habe ich jetzt nicht so gesehen, wa? Oh, ich hoffe, jetzt muss ich nicht schon wieder so viel... Ne, das ist ja noch zu... Oh! Ja. Dankeschön. Ich habe nicht gesehen, dass hier... Ja, geiler wird ein bisschen mit mehr Leben, ne? Oh, geil. Weiß ja gar nicht, ob ich irgendwas treffe, aber ey, ich balle hier einfach rein jetzt so. Wie viel haben wir denn? Hier gibt's unendlich, wa? Okay. Okay. Na, ich vergesse mal nachzuladen, ne? Ich musste sein Herz durch Licht verletzen. Ja. Ich hab doch schon sein Herz da verletzt, ne? Wie soll ich denn noch machen? Oh, Moment. Ich bin ja doof. Lasst mal da hingehen. Ich voll Idiot. Sie versagen. Es ist in ihrem Kopf. Sie bilden sich das ein. Ja, wo sind die denn? Boah, ich sehe ja gar nicht. Ey, lass die doch nicht fallen, Junge, nimm die mit. Die brauchst du noch. Stand im Manuskript.
Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Du stehst so an der Tür. Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Naja. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alan. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Nein. Den Klicker. Achso, und den Klicker finden. Der hat den Klicker versteckt, ne? Aha. Wie soll ich den finden? Ach, bestimmt im Wohnzimmer. Ja, ja, klar. Jetzt durch die Küche ins Wohnzimmer. Ja, ich hab's verstanden. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Doc. Okay. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Okay. Was haben wir denn jetzt? Wir haben keine Waffen. Wir haben hier Vogel. Okay. Ja klar, nehmen wir. Vogelfass, Telefon. Telefon. Telefon, Telefon. Aha. Wir müssen jetzt alles hier herstellen. Ah, hier ist ein Weg denn. Noch ein Vogel. Okay. Alter, was sind das für eine Psychokacke jetzt hier? Einkaufswagen. Kiste. Alter, brauchen wir gar nicht so richtig. Brauchen wir denn den Scheiß hier? Telefonmast. So, da haben wir wieder fast Telefonmast. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Oh. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ja, ach so. Wir schreiben gerade die Insel. Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit. Nein, du bist nicht Barbara Jagger.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Tommy. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Heftig, wa? Jetzt verstehe ich erst die Aufmachung hier. Schreiben uns das alles zurück, ne? Da ist die Hütte. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was zu schreiben ich ihm aufgetragen hatte. Jetzt ist es zu spät, das ist sein. Ups, sorry. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Nein!
Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Oha, krasse Kacke. Also, mega, ne? Also von der Aufmachung mega. Umsetzung cool gemacht, ne? Manchmal ein bisschen eben fragwürdig, warum man immer alles verliert. Aber sonst so, boah, hat mich schon geflasht, ne? Die Atmosphäre super gemacht. Ich habe hier auch wieder hier Entenpickel drauf. Heftig. Ich, also, was mich jetzt noch gerne interessieren würde, klar, ne? Das ist wie dieser See, das ist wie so eine Dimension oder ein Zugang zu einer Dimension, ne? Aber mich würde interessieren, wie viele Flaschen wir gesammelt haben. Ich würde gerne... Aber man kann es nicht sehen, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt drücke? Was kriege ich denn bei Extras? Statistiken. Das wollen wir doch mal gucken. Das ist doch vielleicht ganz interessant, ne? Wie? Wir können Wecker finden? Starschnitte gefunden. Thermosflaschen. Das wollte ich eigentlich gucken. Oh, Manuskripte waren wir ja auch gar nicht so schlecht, ne? 130 verwendete Batterien. Dosenspray. Umgeworfen. Wie können wir die denn umwerfen? Kisten gefunden. Radiosender haben wir fast alle. Fernsehsendung auch fast alle. Ja, und von Dosen 75%. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Erledigte Vögel ist natürlich am meisten. Poltergeister, so viel haben wir gar nicht umgenietet, ne? Kills mit Revolver, Leuchtpistole, mit Jagdgewehr. Nur 15 Leute mit Jagdgewehr umgebracht? Da haben wir mehr mit dem Fahrzeug überfahren? Indirekte Kills. Durch wahrscheinlich Gasflaschen oder so. Ist ja heftig. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Das war ein Weg. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe gehört, es gibt auch noch einen zweiten Teil, ob ich den spiele, wie ich das in meinen Zeitplan reinkriege. Das weiß ich noch nicht so richtig, ne? Aber vielleicht sehen wir Alan wieder. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war euer Sioni. Und wir sehen uns beim nächsten Content, der lasst euch einfach überraschen.